Moin Freunde, endlich wieder Zeit für ein Review. Heute, wie versprochen, die A&K K25. Jeder weiß, was es ist, SR25 oder M110, dementsprechend Kaliber 7,62, würde ich sagen, dürfen wir heute ausnahmsweise mal DMR sagen. Hab beide Versionen von Begarde bekommen, sprich einmal die lange Version in der DMR-Ausführung und die kürzere Version noch in der Carbine Edition. Auch relativ erschwinglich das Ganze, würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob die Teile im Review überzeugen können. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Los geht's, wie üblich, kurz mit dem Lieferumfang. Schauen wir mal kurz durch, was im Karton alles enthalten ist. Zunächst mal natürlich eure Airsoft, jetzt auf dem Tisch die Carbine-Version, gerade eben schon gesehen, das Ganze in der DMR-Version. Bei der DMR habt ihr den SR25 typischen QD-Schalldämpfer dabei. Dann bei beiden Modellen noch im Karton enthalten 300 Schuss, 0,2 Gramm Kugeln, zwei Ray-Covers, Vordergriff oder Frontgriff, könntet ihr euch hier vorne irgendwo hinschustern, wem es gefällt. High-Cap-Magazin mit 350 Schuss Kapazität und eine A&K-typische Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Hier ist ja auf den hinteren Seiten alles Relevante eigentlich kurz erklärt, um die Waffe in Betrieb zu nehmen. Aber natürlich wieder ohne Explosionszeichnung und auch eine Teileliste sucht ihr hier vergebens. Dann quatschen wir kurz die technischen Daten durch. Zunächst mal hergestellt wird das Ganze bei A&K in China und von Begarde nach Deutschland importiert. Zwei Versionen verfügbar, wie gerade schon gesehen. Jetzt die DMR auf dem Tisch. Diese kostet aktuell 290 Euro. Die Carbine aus dem Lieferumfang mit Schiebeschaft hinten 280 Euro. Also beide Modelle ziemlich erschwinglich. So, dann jetzt zu den Daten. Fangen wir bei der DMR an. Gesamtlänge 1000 mm ohne Schalli. Wenn ihr die lange Tröde noch vorne mit draufpackt, erreicht ihr insgesamt eine Länge von 1140 mm. Also ja, ein ewig langer Speer. Könnt ihr da auch werfen, wenn es sein muss. Dann haben wir noch Picatinny-Schienen bzw. 21mm Schienen bei der DMR-Version. Die Top-Rail hier oben nicht durchgängig, wird also hier bei der Baronet unterbrochen. So finden wir am Gehäuse oben 200mm in der Länge vor, am Vorderschaft einmal komplett außenrum 285mm und an der Gasabnahme einmal oben noch eine ganz kleine mit 25mm und unten 15mm. Innenlauf, Standard M16 Länge 509 mm mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Gewichtstechnisch bringt die DMR mit Schalldämpfer und Magazin 3500 Gramm auf die Waage. Schauen wir uns das Ganze bei der Carbine auch noch ganz kurz an. Länge 840 bis maximal 920 mm. Picatinny Schienen, diesmal die Top Rail komplett durchgängig mit 460 mm in der Länge. Am Vorderschaft links, rechts 245 mm und die untere mit 235 mm. An der Gasabnahme ebenfalls wieder 25 und 15 mm. Innenlauf bei der Carbine 350 mm in der Länge, ebenfalls mit 6,08 mm Innendurchmesser. Dann verfügt die Carbine vorne über ein Standard 14 mm Negativgewinde, worauf wir bei der DMR-Version leider verzichten müssen. Zu guter Letzt, die Carbine bringt 3000 Gramm mit Magazin auf die Waage. So, dann beide Modelle Standard SAEG, sprich wir haben im Inneren Mini-Timer-Stecker, wir haben leider kein MOSFET und die Energie gibt Begarde aktuell mit 1,6 Joule an. Haben wir nachgekront, schauen wir uns kurz an. Thank you.
Machen wir wieder kurz ein paar Allgemeininformationen. Zunächst mal Ersteindruck, wenn ihr das Teil aus dem Karton rausholt, ist wirklich für den Preis hervorragend. Keinerlei Macken, keine Kratzer, keine unschönen Stellen oder ähnliches. Alles fest miteinander verschraubt, nichts lose. So muss es auf jeden Fall sein. Von der Balance her, beide Modelle liegen sehr schön im Anschlag drin. Von der Balance her nicht frontlastig. Im Gegenteil, Akku ist hinten drin. Schön mittig das Ganze durch die Gearbox ist in Ordnung. Dadurch Magazinwechsel auch schnell möglich. Dann bei der DMR-Version natürlich Schalli dabei, habe ich euch schon gezeigt. QD einfach aufschieben, nach hinten drücken und einmal einrasten lassen. Jetzt ist das Ding aber natürlich abartig lang. Bring ich es aufs Bild drauf. Ja, passt gerade so drauf. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass der nicht aus Versehen irgendwie mal an dem Baum oder so hängen bleibt. Ansonsten kann es schon mal passieren, dass ihr vielleicht den Außenlauf verbiegt. Hier also ein bisschen aufpassen von der Länge. Ansonsten zum Entfernen auch einfach wieder rausziehen. Der ist gefedert. Seht ihr schon, zack, abziehen und fertig. 11,1 Volt natürlich, wieder ein bisschen aufpassen. Standard Switch Assembly ohne MOSFET, nicht unbedingt empfehlenswert. Ansonsten stellt euch einfach bei Bugatti so ein MOSFET mit, 20 Euro oder was es kostet. Und dann könnt ihr hier auf Nummer sicher gehen. Dann kurz ein paar Worte zu den Magazinen. Von A&K gibt es zwei Stück. Im Lieferumfang habt ihr ein Standard High Cap Magazin dabei mit 350 Schuss Kapazität. Einfach hier oben einmal die Luke öffnen, Kugeln reintanken und hier unten übers Rädchen aufzuziehen. High-Cap-Magazin bin ich kein großer Fan davon, deswegen Gott sei Dank auch Mid-Cap-Magazine verfügbar. Fassen 150 Schuss, ganz easy hier oben über Speedloader befüllbar und sind relativ erschwinglich. Das High-Cap kostet gerade aktuell glaube ich nur 13 Euro und das Mid-Cap glaube ich 12 Euro. Also echt wirklich billig, wenn sie runterfliegen, kaputt gehen oder ähnliches, kauft man sich einfach ein neues. Ein kleiner Punkt noch, was mir bei dem Midcap-Magazin aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube schon. Hier stecken noch drei Kugeln drin. Sprich, der Follower oder der Zubringer fährt nicht komplett bis oben hin und dementsprechend bleiben immer zwei, drei Schuss im Magazin drin. Ist aber bei einer DMR-Waffe relativ egal, sage ich mal. Von den Materialien her, Standard eigentlich, außenrum komplett aus Stahlblech, wie auch der Magazinboden. Die Innereien sowie das obere Teil komplett aus ABS-Kunststoff. Magazine gehen problemlos in den Magazinschacht rein, halten 1A, ganz ein kleines bisschen wackeln vorhanden, macht aber nichts, lassen sich schnell lösen und geht vollkommen in Ordnung. So, jetzt würde ich euch gerne noch sagen, was noch kompatibel ist, vielleicht Ares, USW, keine Ahnung. Hab leider keine anderen SA25 Magazine da. Falls es von euch schon jemand ausprobiert hat, einfach mal Kommentarfeld benutzen. Schauen wir uns Verarbeitungsqualität und die verwendeten Materialien an. Fangen wir hinten bei der DMR mal an, beim Schaft. Wie gerade schon gesehen, Festschaft, kennt der eine oder andere von M16 Modellen. Diese ist komplett aus ABS Kunststoff gefertigt, dementsprechend von der Haptik und vom Klang natürlich ja nichts Besonderes, sage ich mal. Darf man aber natürlich für den Preis nicht zu viel verlangen. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität von dem ABS kann man nichts kritisieren. Keinerlei Spritzgussnähte, alles schön bündig und bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Wenn euch das Ding natürlich mal auf den Stein fällt oder so, könnt ihr davon ausgehen, dass das Ding aufplatzt. Platz für den Akku, dementsprechend natürlich sehr viel vorhanden. Einfach hier hinten den kleinen Knopf runterdrücken, Klappe öffnen. Seht ihr hier innen drin, Mini-Timer und die Sicherung ist noch drin. Akku reinpopeln und das Ganze einfach wieder zuklappen. Die Schaftkappe hinten ist ebenfalls aus Kunststoff und sehr schön grob strukturiert. Anders sieht es aus bei der Carbine. Hier finden wir zwar den Schiebeschaft ebenfalls aus ABS Kunststoff vor, allerdings von der Oberflächenstruktur um einiges gröber oder rauer und dementsprechend fühlt sich der Schiebeschaft von der Haptik um einiges schöner an wie bei der DMR-Version. Auch die Verarbeitungsqualität geht hier in Ordnung. Eine ganz leichte Spritzgussnaht hier oben. Aber diese ist kaum wahrnehmbar. Schiebeschaft selbstverständlich in insgesamt 6 Positionen ausfahrbar. Und in der hintersten Position ein ganz kleines bisschen Wackeln vorhanden. Das hat man aber bei anderen Modellen schon wesentlich schlimmer gehabt. So, Akku einlegen bei der Carbine muss ich leider kritisieren. Wo wir bei der DMR da hinten im Festschaft natürlich sehr viel Platz haben für große Lipos, ist das Ganze jetzt bei der Carbine leider nicht so schön gelöst.
Die meisten von euch erkennen diese Schiebeschäfte im Regelfall einfach hier unten einmal zusammendrücken, die zwei Clips, Schaftkappe entfernen und dann kann man hier ja so Triple Sticks einlegen und dementsprechend auch sehr große. Ist aber jetzt bei der Carbine-Version bzw. bei der K25 von A&K nicht möglich. Um hier den Akku einzulegen, müssen wir den gesamten Schiebeschaft einmal nach hinten entfernen. So, und jetzt haben wir natürlich Platz einmal für so einen Single Stick hier innen drin in der Buffer Tube. Ich sehe es auch schon, Schaftkappe leider nicht entfernbar. Wer ein bisschen fummeln möchte, also wirklich fummeln möchte, der könnte hier einmal diese Knöpfe da lösen. Na, geh raus. Einmal links und rechts, dann einen Triple Stick ansetzen, anstecken und dann das Ganze mit viel Geduld einmal drüber stülpen. Ist aber natürlich absolut benutzerunfreundlich. Dementsprechend würde ich fast schon sagen, leider nur Single Sticks möglich. Buffer Tube und Castle Nut sind bei der Carbine Version ein Teil und komplett aus Aluminium gefertigt. Sprich, nicht hier hinten anfangen irgendwie mit dem Tool versuchen die Castle Nut zu lösen. Das funktioniert wie bei ICS zum Beispiel nicht. Weiter geht's mit dem Gehäuse. Dieses ist standardmäßig aus Aluminium-Druckguss gefertigt, aber auch hier absolut nichts zu kritisieren. Wunderschön gegossen, keinerlei Spritzgussnähte oder Übergänge spürbar, keine scharfen Kanten und auch von der Passgenauigkeit wirklich 1A. Beide Receiver-Hälften bzw. Gehäuse-Hälften schließen also wunderbar bündig miteinander ab. Auch wenn man am Upper Receiver oder am oberen Gehäuse mal ordentlich dran wippt und zerrt, hier absolut kein Spiel und kein Wackeln drin. Im Allgemeinen SR25 Gehäuse, schön lang, schön modern und wirkt wirklich spitzenmäßig. Ein kleiner Punkt allerdings, was man beachten sollte, die Bodypins oder Gehäusestifte sind beim SR25 Modell leider verschraubt und nicht gesteckt. Sprich, wenn ihr das Teil auf dem Feld mal öffnen müsst, wird Werkzeug benötigt. Machen wir gleich mit den Bedienelementen weiter. Am Receiver finden wir natürlich unseren Feuerwallhebel, Standard M4, M16. Dieser leider nur vom Schützen aus links benutzbar oder vorhanden, läuft schön leichtgängig und springt in die einzelnen Feuerpositionen. Unser Magazinhalter, komplett aus Aluminium gefertigt, finden wir bei der Carbine-Version erfreulicherweise beidseitig vor. Dies ist bei der DMR-Version leider nicht der Fall. Unser Verschlussfang leider komplett ohne Funktion. Pistolengriff ist ein Standard M4 M16 Pistolengriff, nichts Großartiges darüber zu sagen. Kennen die meisten von euch, ABS Kunststoff, gut strukturiert, schön griffig, allerdings mit der doch immer recht störenden Wulst hier vorne dran. Wer keinen Bock drauf hat, einfach tauschen. So, dann schauen wir uns doch kurz Abzug an. Dieser gefällt mir für einen Standard SAEG Abzug bzw. Standard Switch Assembly wirklich sehr gut. Abzugsweg bzw. zunächst mal das Ganze sehr, sehr straff gefedert, also ordentlich, nicht so laschi und ja, weich, sondern richtig schön Zug drauf. Abzugsweg, man merkt es hier schon, ab ca. 3 mm kommt bereits der Schieber von der Switch Assembly und ab diesem Punkt vielleicht maximal nochmal 3 mm und die Waffe schießt bereits. Vom Klangbild her, für eine Standardwaffe, sagen wir mal für eine A&K-Waffe auch sehr, sehr gut. Kann man nichts maulen, schön schnell das Ganze, tolles Ansprechverhalten. Die Gears kaum rauszuhören. Allerdings ein kleines Nachschwingen von der Feder ist auf jeden Fall wahrnehmbar. Aber ansonsten vom Klang auf jeden Fall top. Gesamten Vorderschaft finden wir ebenfalls wieder aus Aluminium vor, CNC gefertigt das Ganze, dadurch ganz leicht ein bisschen scharfkantig, aber wirklich nur minimalst. Ansonsten auch hier toll gefertigt, schöne Optik, schließt wunderbar zum Gehäuse ab, sitzt komplett spiel- und wackelfrei an der Waffe und kann man auch absolut nicht kritisieren. Wobei der Carbine-Version der Vorderschaft komplett mit dem Gehäuse bündig abschließt, finden wir bei der DMR-Version standardmäßig eine Barrel Nut vor. Diese ist komplett aus Aluminium gefertigt. Vorderschaft sitzt auch bei der DMR-Version komplett spiel- und wackelfrei und lässt sich absolut nicht verdrehen. Im Inneren finden wir dann ein nachgebildetes Gasgestänge, was nochmal für ein bisschen Detail sorgt. Gasabnahme sowie der gesamte Außenlauf wieder komplett aus Aluminium. Außenlauf sitzt wirklich 1A in der Waffe.
komplett spiel- und wackelfrei das Ganze und ist auch im Inneren ein richtig ordentlicher Durchmesser. Also nicht irgendwie so ein dünnes Aluröhrchen, sondern richtig ordentlich, ja, so 20 mm Durchmesser, sorgt natürlich auch nochmal für ein bisschen Stabilität. So, dann wie vorhin schon mal angesprochen, bei der Carbine-Version habt ihr vorne Standard 14 mm Negativgewinde, sprich ihr könnt den gesamten Mündungsfeuerdämpfer hier vorne einfach einmal abschrauben. Dann haben wir hier ein 14 mm Negativ. Oder wer zum Beispiel auf SR25 Schalldämpfer gehen möchte, kann hier ebenfalls vorne die Kappe abschrauben und hat hier eben die Aufnahme für SR25 Schalldämpfer. Und wie am Anfang schon mal angesprochen, müssen wir bei der DMR-Version leider auf ein Gewinde am Außenlauf verzichten. Dann schauen wir uns auch noch ganz kurz die Visierung an. Bei beiden Modellen standardmäßig aufklappbare Kimme-Korn-Visierung im Lieferumfang enthalten. Sprich einmal Kimme hinten, einmal aufklappbar, per Hand und nicht gefedert. Sitzt im aufgeklappten Zustand wirklich 1A und bombenfest. Lässt sich in der Höhe sauber einstellen, überdrehen mit Klicks. Also wirklich sehr fein und ebenfalls über das große seitliche Rädchen auch wieder über Klicks ordentlich in der Seite einstellen. Unser Korn ist selbstverständlich auch aufklappbar. Hier kommt man allerdings ein bisschen bescheiden hin, muss ich sagen. Best mit dem Fingernagel. So, einmal aufklappen, sitzt dann auch hier sehr, sehr schön straff und verstellt sich nicht oder ähnliches oder klappt nicht unabsichtlich ein. Kann man, wenn man wollte, ein kleines bisschen in der Höhe einstellen. Aber nicht in der Seite. Der Vollständigkeit halber machen wir auch noch ganz kurz die Markings. Kein Lizenzmodell, dementsprechend wenig drauf. Wir finden lediglich hinten standardmäßig unsere Feuerwehrpositionen vom Schützen aus links wie auch rechts vorhanden. Und dann vom Schützen auf der rechten Seite auf dem Magazinschacht unser FM5-Eck vom Begadi, Kaliberangabe 6 mm BB und die Typenbezeichnung. Und dann finden wir bei beiden Modellen hier vorne noch die einzelnen Positionen in weiß. Dann noch kurz zum Hop-Up. Hop-Up einstellen und Hop-Up Leistung. Zunächst mal zur Einstellung. Standardmäßig bei jedem M4, M16 Modell. Einmal den Ladehebel zurückziehen. Dieser muss leider gehalten werden und rastet nicht ein. Dann könnte man das Verschlussblech jetzt hier mit dem Finger noch ein bisschen hin und her schieben, damit man besser ans Rädchen hinkommt. Denn standardmäßig fährt es leider nicht ganz so weit auf. Kann man hier über das schwarze Rädchen relativ sauber einstellen. Geht auch nicht zu leicht, sondern ein bisschen straff, so wie man es haben möchte. Und auch die Hop-Up-Leistung ist, sage ich mal, für eine A&K-Waffe vollkommen in Ordnung. Wer optimieren möchte, vielleicht ein Maple Leaf Bucking rein, dann bekommt er schon wesentlich bessere Ergebnisse raus aus dem Teil. So, kommen wir zu den Internals. Fangen wir bei der Gearbox an. SR25 Gearbox, dementsprechend um einiges länger wie eine Standard V2 Gearbox. Großer Vorteil von den SR25 Modellen natürlich, wir haben einen wesentlich größeren Zylinder, dementsprechend mehr Volumen zur Verfügung und können hier wiederum schwere Kugeln benutzen oder schwerere Kugeln oder längere Läufe, da wir einfach genügend Luft zur Verfügung haben. So, ansonsten zur Gearbox selbst, fällt zunächst mal von außen gleich mal auf. Wir haben leider nur 6 mm Stahllaufbuchsen und das an jedem einzelnen Gear. Hier wäre natürlich 8 mm mit Kugellager deutlich besser gewesen. Ansonsten von der Shell vielleicht noch, ich versuche sie mal oder ich mache sie mal kurz auf. Was hier noch auffällt, vorne zwar versucht ein bisschen zu verstärken das Ganze, aber hier vorne am Zylinder leider kein Radius verfügbar. Hier kann es irgendwann passieren, gerade bei recht starken Federn, dass die Gearbox hier vorne zum Reißen anfängt. Kleine Rundpfeile im Baumarkt besorgen und hier unten und hier oben einen kleinen Radius einfeilen, damit die Gearbox ein bisschen länger hält. So, ansonsten geschimmt ist sehr, sehr gut, haben wir auch vom Klangbild her gehört. Die Gears sind relativ leise und kaum wahrnehmbar. Hier kann man sich also nicht beklagen. So, gucken wir mal, was wir alles drin haben. Bauen wir den ganzen Mist erstmal raus. So, fangen wir mal an. Was haben wir alles drin? Fangen wir da mal an. Standard Switch Assembly V2. Dementsprechend auch zum Beispiel Gate Titan hier problemlos möglich. Wer halt so 150 Euro ausgeben möchte und sich was Gutes tun möchte, Titan, geiles Teil. Okay, schauen wir weiter. Gears, Standard A&K Stahl Gears. Kleine Besonderheit natürlich, SR25. Dementsprechend haben wir hier ein Sektor Gear mit insgesamt 19 Zähnen.
Also ein bisschen mehr wie bei einer Standard-Knifte, sage ich mal. Ihr könnt, wenn ihr andere Gears unbedingt haben wollt, müsst ihr eigentlich nicht. Die A&K Standard Gears langen eigentlich problemlos aus, sage ich mal, für das, was wir spielen dürfen. Wer aber natürlich höher geht, wie sage ich mal M120, der sollte die Gears eventuell tauschen. Ob das Ganze dann die Gearbox mitmacht, ja, glaube ich eher nicht. Die wird euch bei einer ab M120 oder M130 wird euch die irgendwann zum Reisen anfangen. Okay, zu den Gears. Wie gesagt, 19 Zahn Sektor Gear. Ihr könnt Standard Gears einbauen. Dann habt ihr eben ein kleines bisschen weniger Zylindervolumen zur Verfügung, da der Piston eben nicht so weit aufgezogen wird. Aber auch SR25 Gears bekommt ihr eigentlich in jedem gut sortierten Airsoft Shop. Machen wir mit der Tablet Blade weiter. Auch wieder Spezial SR25. Ein bisschen länger wie eine Standard V2. Sprich, wenn euch das Ding mal brechen sollte, was ich jetzt eigentlich nicht glaube, denn das Material hier ist in Ordnung, schön elastisch, dennoch schön robust und ebenfalls hier vorne links und rechts mit einem kleinen Steg, damit die Nozzle noch ein bisschen ordentlich geführt wird und die Tablet Blade eben nicht hier vorne zu lasch wird. Die hält auch auf jeden Fall stand, falls da eine benötigt. Begadi hat, glaube ich, die Original A&K auf Ersatz verfügbar. Also einfach die hier wieder reinbasteln. Piston ist ein Standard-Kunststoff-Piston, aber natürlich SR25, dementsprechend wesentlich länger wie ein Standard-Piston, mehr Zähne. Auch diese leider wieder komplett aus Kunststoff gefertigt. Wer sich was Gutes tun möchte, Piston reinbauen mit kompletten Stahlzähnen. Ist, glaube ich, demnächst bei Begadi der TFC verfügbar, der hat dann komplette Stahlzähne. Piston-Head kennt man auch, Standard A&K V2 Piston-Head, selbstverständlich ventiliert, zweiteilig das Ganze. Hier allerdings vielleicht ganz interessant, wenn ihr das wechselt, wechselt das komplette Set. Sprich, wenn ihr einen anderen Piston reinbaut, baut auch gleichzeitig einen anderen Piston-Head dazu. Denn die Halterung ist A&K ganz speziell, wird hier praktisch innen drin verschraubt. Das ist bei normalen Piston leider nicht der Fall und funktioniert dann nicht. Also am besten das komplette Set gleich tauschen. So, Nozzle ist auch wieder was Spezielles und zwar 24,3 mm in der Länge. Und leider ohne O-Ring. Hier geht, ihr habt es im Chronotest vielleicht gesehen, mit 0,3 oder gerade mit relativ schweren Kugeln, je höher man geht, desto mehr Energie verliert man. Hier geht sehr, sehr viel Luft außen an der Nozzle leider verloren oder sehr, sehr viel Druck. Wer sich was Gutes tun will, Nozzle besorgen, 24,3 mm mit O-Ring. Dann haben wir noch unseren Zylinder und unseren Zylinder-Head. Zylinder, Edelstahlzylinder, SR25, natürlich dementsprechend länger, habe ich euch ja schon gesagt. Zylinder-Head ist ein Standard-Kunststoff-Zylinder-Head von A&K V2. Wenn wir den mal ein bisschen rausziehen, kann man ganz gut sehen, dass, wo ist es? Dass bereits an der Stelle hier ab Werk der O-Ring ganz leicht ein bisschen beschädigt ist. Da hängen schon so kleine Fetzen weg. Dementsprechend kann es auch passieren, dass hier ein bisschen Druck entweicht. Allerdings sitzt dieser Zylinderhead, der Zylinderhead um einiges straffer im Zylinder drin wie bei anderen A&K-Modellen. Und dementsprechend dichtet hier Zylinderhead wirklich hervorragend ab. Hier also nur der Druckverlust dann vorne über die Nozzle. Hier aber ein ganz wichtiger Punkt, möchte ich euch auch noch mitteilen, wollte ich euch eigentlich bei der Masada schon sagen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, auch hier wieder, wenn ihr Nozzle tauscht, seht ihr auch schon, wie viel Luft sie hier drin hat. Wackelt hier doch um einiges hin und her. Wenn ihr den Zylinderhead wechselt oder die Nozzle wechselt, wechselt immer das komplette Set bei A&K. Bei A&K ist das Röhrchen hier vorne einen ganz kleinen Tick größer vom Durchmesser wie bei Standard-Zylinder-Heads. Und dadurch kann es euch passieren, dass eine normale Nozzle, wenn ihr jetzt eine neue kauft, dass die hier nicht drüber passt. Also wenn ihr Nozzle tauscht, tauscht auch gleich den Zylinder-Head mit. Wenn ihr Zylinder-Head tauscht, wechselt am besten auch gleich die Nozzle mit. Dann haben wir noch unseren Spring-Guide. Ist ein kompletter Stahl-Spring-Guide mit Kugellager hinten drauf. Vollkommen in Ordnung, auch für stärkeres Tuning problemlos geeignet das Ganze. Das Einzige, was mich immer persönlich ein bisschen stört, wenn der Schraubendreher, um das Ding dann in der Gearbox festzuhalten beim Zusammenbauen, nicht komplett durchgeht. Hier könnte man vielleicht das Loch einfach noch durchbohren. Damit kann man dann praktisch beim Zusammenbauen, gerade wenn man recht starke Federn einbaut, das Ganze um einiges schöner festhalten. Aber ansonsten, wie gesagt, der Spring Guide geht auf jeden Fall in Ordnung.
So, und abschließend schauen wir uns noch ganz kurz die Hop-Up-Unit an. Wie vorhin schon mal angesprochen, vom Aufbau her Standard V2, sprich wie das Ganze hier funktioniert über die Zahnräder mit dem Hebel oben drin, alles V2, funktioniert 1A und auch der Lauf sitzt hier wirklich hervorragend drin. Also absolut kein Spiel nach vorne oder hinten und auch ein Verdrehen ist wirklich nur mit sehr, sehr viel Gewalt möglich. Hier also auch diesmal leider nichts zu kritisieren. Wirklich, hier von A&K ist in Ordnung. Hop-Up-Gummi von der Angriffsfläche her natürlich optimierbar. Ich empfehle immer Maple Leaf Buckings, die funktionieren bei mir immer am besten. Kosten nicht die Welt, wer Bock drauf hat zum Optimieren, Maple Leaf Bucking rein oder was auch immer reinbauen wollt, bekommt dann nochmal ein bisschen bessere Ergebnisse raus. Aber ansonsten von der Hop-Up-Unit selbst her geht das Ganze in Ordnung. So Freunde, damit sind wir schon wieder fast am Ende. Wer mal auf die Uhr guckt, richtig, ich habe mich ausnahmsweise mal etwas kurz gefasst. Den Demontageteil letztendlich diesmal draußen gelassen, denn die SR25 oder K25 lässt sich genauso zerlegen wie jede M4 oder M16. Wen es interessiert, haben wir bereits ein Technikvideo online. Einfach dieses anschauen. So, dann würde ich aber sagen, machen wir abschließend noch Fazit, machen wir wieder Pro-Contra und fangen direkt gleich mit dem ersten Pluspunkt an. Preis-Leistungs-Verhältnis. Die DML aktuell 290 Euro, die Carbine 280 Euro. Für die verwendeten Materialien und für die Verarbeitungsqualität geht es auf jeden Fall auf voller Linie in Ordnung. Dann zweiter Pluspunkt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut allgemein bei den SR25 Modellen. Wir haben ein sehr, sehr großes Zylindervolumen und dementsprechend eignen sich die Modelle hervorragend für schwere Kugeln. Ist auch wirklich dann auch als DMR nutzbar, das Ganze, sage ich mal. Dann nächster Pluspunkt, der dritte, Präzision und Hop-Up-Leistung. Habt ihr im Schusstest gesehen, war ich selbst ein bisschen überrascht davon. Normalerweise A&K Hop-Up haut nochmal nicht so ganz hin. Haben sie bei den Modellen wirklich gut gelöst. Mit 0,3 Gramm auf 30 Meter einen sehr, sehr kleinen Streukreis. Und auch auf 40 oder 50 Meter trefft ihr damit was. Problemlos. Kann man auf jeden Fall auch nicht kritisieren. Schauen wir weiter. Dann haben wir letzten Pluspunkt, betrifft eigentlich nur die DML. Und zwar Festschaft hinten. Wir bekommen sehr, sehr große Lipos rein. Und dementsprechend spart man sich den Akkuwechsel während des Spielbetriebs. Lege ich sehr viel Wert drauf. Dementsprechend gefällt mir das bei der DML wirklich hervorragend. So, verkaufen möchte ich euch natürlich nichts. Machen wir mit den Negativpunkten weiter oder mit den Kritikpunkten. Erster Negativpunkt natürlich. Heutzutage mal wieder kein MOSFET verbaut. Gut, kann man kritisieren, muss man eigentlich nicht für den Preis, ich kritisiere es trotzdem. Aber ansonsten, wer ein bisschen technisch begabt ist, sage ich mal, bekommt hier für kleines Geld ein MOSFET und kann sich das dann selber reinlöten. Wer technisch nicht so ganz begabt ist oder zwei linke Hände hat, die Waffen können natürlich auch bei Begadi direkt aus der Werkstatt mit MOSFET bestellt werden. Dann ein nächster Kritikpunkt betrifft eigentlich hauptsächlich die Carbine und zwar der Schiebeschaft hinten. Habt ihr beim Akkuwechsel gesehen, geht gar nicht, finde ich. Die Schiebeschäfte kennen die meisten von euch im Regelfall hinten Schaftkappe entfernen, bekommt man schöne Triple Sticks rein. Ist aber jetzt bei dem A&K Modell leider nicht der Fall. Man würde rein theoretisch Triple Sticks reinbekommen, ist aber dann unheimlich wurstig das Ganze und benutzerunfreundlich. Deswegen würde ich fast sagen, nur Single Sticks möglich. Und zu guter Letzt, letzter Kritikpunkt betrifft nur die DMR. Wir bekommen hinten in der Festschaft zwar sehr große Akkus rein, allerdings ist dieser nur aus ABS-Kunststoff gefertigt, wirkt von der Haptik sehr günstig, sage ich mal. Muss man natürlich für den Preis vielleicht in Kauf nehmen. Aber ich sage mal, hätten wir hier ein bisschen was Hochwertigeres und Robusteres verbaut und die Waffe 20, 30 Euro teurer gemacht, wär's auch in Ordnung gewesen. So denke ich halt. Aber so haben wir halt jetzt hier eben einen ABS-Schaft. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mehr ist mir nicht aufgefallen. War sehr positiv überrascht von den beiden Teilen. Gefallen mir sehr gut. Und wer Bock drauf hat, kann hier gerne mal zugreifen. So, dann sind wir durch. Wer noch Fragen hat zu den K25 Modellen, selbstverständlich wie immer einfach Kommentarfeld benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like und Abo dalassen. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Kann ich euch aber leider gar nicht versprechen. Weihnachtszeit steht vor der Tür. Auf der Arbeit ist natürlich die Hölle los. Und dementsprechend komme ich zeitlich leider aktuell nicht so sehr dazu, Videos zu machen.
Nächste Woche versuche ich, wenn es zeitlich irgendwie hinhaut, euch das DSR-Projekt vorzustellen. Hab schon angefangen damit, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Dann fürs Weihnachtsgewinnspiel sind die Gewinne gestern eingetrudelt mit der Post. Saugeile Sachen dabei. Da werdet ihr euch riesig drüber freuen. Tut mir echt irgendwie weh, die Teile zu verschenken. Am liebsten würde ich selbst behalten. Aber ist auf jeden Fall auch schon alles da und sind wir schon am Vorbereiten. So, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Hab zwei Stück von zu montieren oder auch hier oben, ist bestimmt auch ganz witzig. Nee, Spaß, ist auf jeden Fall einer dabei. Dann ein Highcap Magazin mit 320 Schuss. 320? 350, oder? Oh, das geht ja blöd auf. Mach ich bestimmt gleich kaputt. Links, rechts am Vorderschaft mit 245 mm und einmal einrasten. Müsst ihr mir vielleicht mal ausprobieren oder vielleicht hat es von euch schon jemand ausprobiert. Dementsprechend einfach mal ins Kommentarfeld benutzen. Jetzt muss ich 2 Minuten nochmal neu labern.